Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine braune Holztüre in weiß lackieren kann. Und zwar gibt es dafür zwei unterschiedliche Varianten. Einmal mit dem Mäuschen, das heißt mit einer Mikrofaserwalze, mit einer Lackwalze. Und zweite Möglichkeit, man spritzt die Türen. Ist natürlich vorteilhaft, wenn man viele Türen hat, wenn man sagt, okay, man möchte von seiner Wohnung oder von seinem Haus alle Türen lackieren, dann lohnt sich das auf jeden Fall mit einem Spritzgerät zu arbeiten. Und ich zeige euch heute, wie es funktioniert mit der Wagner FC 5500. Ist ein XVLP-System, das heißt, wir spritzen mit wenig Druck und mit viel Luftzufuhr. Das kann man hier auch schön einstellen, hinten die Materialmenge und vorne die Luftmenge. Und den Lack, den wir heute verwenden, ist der Dinova Unilack Aqua. Das ist ein Allrounder-Lack, sage ich mal. Damit kann man verschiedene Untergründe spritzen. Zum einen Holz, worum es heute geht, aber auch Metalle, Zink, Alu, PVC, also auch Kunststoff. Man hat hier alles drinnen, Grundierung, Zwischenanstrich, Schlussanstrich. Ich gehe davon aus, dass wenn wir das hier spritzen, nur zwei Spritzgänge benötigen, um schön deckend weißes Ergebnis zu bekommen. Und zum Sprühen verwenden wir hier die Standardlackdüse. Da gibt es auch noch eine, die ist extra für Farben geeignet. Da kann man Dispersionsfarben, Latexfarben spritzen. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und dann gibt es noch einen Aufsatz für Hochviskoselacke. Wir verwenden jetzt die für Standardlacke. Können dann hier in das Gefäß unseren Lack einfüllen. Das machen wir dann auch gleich. Und hier haben wir quasi den Ansaugstutzen. Dadurch wird dann halt der Lack hochbefördert und dann hier mit der Luft zerstäubt. Und da brauchen wir noch einen Filter dann. Und zwar haben wir einmal einen etwas gröberen Filter und einmal einen etwas feineren. Wir nehmen jetzt den weißen Filter. Und ihr könnt gerne auch den Lack noch einmal durchfiltern, bevor ihr den in das Gefäß gebt. Macht es jetzt nicht, weil wir haben hier unten den Filter. Und ich weiß auch, dass da jetzt kein Dreck reingekommen ist beim letzten Lackiergang. Deswegen schütten wir jetzt direkt aus dem Gebinde in unser Gefäß rein, füllen den Lack auf und dann zeige ich euch, wie man noch die Tür vorbereiten muss, bevor wir dann tatsächlich zum Spritzen anfangen. Den Lack davor mal durchrühren, das haben wir schon gemacht. Und jetzt können wir den Lack einfüllen. Brauchen das auch nicht zu voll machen, weil wir haben jetzt nur eine Tür hier. So. Gebinde wieder verschließen. Bei dem Ansaugstutzen ist zu beachten, dass der in die Richtung schaut, also nach vorne, wenn wir waagerecht oder am Boden spritzen wollen, wenn wir Decken spritzen wollen, dann muss der zu uns gucken quasi, damit er immer genug Farbe bzw. Lack ansaugen kann und wir keine Spotzer in die Fläche bekommen. Ist auch ganz wichtig beim Lack, weil wir wollen das ja nicht mehr nachrollen, sondern die Oberfläche als Spritz lackierte Oberfläche belassen. Und bevor wir jetzt aber tatsächlich anfangen zu lackieren, schleifen wir die Türe nochmal durch. Und zwar, wir schleifen da nicht rum wie die Blöden und machen da Riefen rein, sondern wir schleifen die Tür an. Und zwar mit dem 180er Schleifpapier. Dafür nehme ich meine Flex Exzenter Schleifer, eine Schleifmaschine mit Absaugung, da hängt der Staubsauger mit dran. Und jetzt fahren wir einmal komplett über die Tür drüber, rauen die Oberfläche sozusagen an, damit quasi eine größere Oberfläche entsteht und der Lack besser haftet. Für die Fläche, an die wir nicht hinkommen mit der Schleifmaschine, nehme ich dann einfach ein Schleifpapier in die Hand und schleife es mit der Hand nach. Zum Beispiel da oben entlang und an der Seite entlang. Die Seite hätten wir einmal, die stauben wir jetzt kurz ab, nehmen dann ein leicht feuchtes Tuch, um den Staub nochmal komplett zu binden und dann drehen wir die Tür um, schleifen es auch und dann können wir eigentlich von, nein, dann müssen wir noch abkleben, und zwar die ganzen Teile, wie zum Beispiel hier, das habe ich nicht abbekommen, den Türgriff konnte ich abbauen, einfach mit einem Schraubenzieher und das, was ich jetzt nicht abbekommen habe, das werde ich dann abkleben.
Einmal abstauben. Und zum Abkleben verwende ich von KIPP das 3508. Ist extra richtig genial für Lackierarbeiten. Und zwar ist es sehr fein, deswegen bekommt man auch eine sehr feine Lackkante dann. Und das wollen wir auch haben, deswegen verwende ich das am liebsten bei Lackierarbeiten. Das habe ich auch schon verwendet, als wir die Metalltür lackiert haben, falls ihr das Video... Super, jetzt habe ich es wieder geschafft. Es bleibt jetzt aber drinnen, also was kann auch mal passieren. So, neuer Versuch, perfekt. Schau, dass das richtig schön anhaftet und unser Männchen dann noch bestehen bleibt, damit die Leute sich auskennen, wo sie hin müssen aufs Klo. Selbes Prinzip, schleifen jetzt und nochmal abkleben hier. Okay, hätten wir das soweit. Nehme ich nochmal einen leicht feuchten Lappen. Wische jetzt einmal nochmal drüber, damit der restliche Staub aufgebunden wird. Aber der muss wirklich nur leicht feucht sein. Der darf nicht zu nass sein. Der muss eigentlich schon fast schon wieder ein bisschen trocken sein. So, jetzt richten wir unsere Spritzmaschine her. Und dann kann es losgehen. Wichtig ist jetzt auch, dass ihr eine Spritzmaske nehmt beim Spritzen. Wenn ihr das mit Rolle lackiert, dann braucht man sowas natürlich nicht. Aus dem Grund, der Lack wird ganz fein zerstäubt und man sieht auch gar nicht diese einzelnen Partikel, die dann in der Luft herumschwirren. Man atmet die aber trotzdem ein, deswegen nehmt eine Spritzmaske, zieht die einfach an und einfach weniger gesundheitsschädlich. Was noch ziemlich cool zu erwähnen ist, und zwar, wenn ihr fertig seid mit dem Spritzen, macht ihr einfach euren Luftschlauch ab und könnt die mitnehmen zu eurem Waschbecken und reinigen. Da gibt es auch ein Video von Wagner direkt, wie man die reinigen kann. Das verlinke ich euch auch mal in der Videobeschreibung. Da wird es ziemlich gut erklärt. Wir lackieren jetzt die Türe. Die ist jetzt angeschliffen, Oberfläche vergrößert für bessere Haftung. Und unser Lack ist jetzt quasi die Grundierung. Der Zwischenanstrich und der Schlussanstrich gleichzeitig. Und wir testen jetzt hier, also wir haben vorbereitet, einmal unsere Einstellungen. Also ich stelle mir jetzt hinten die Luftmenge ein. Und die stelle ich mir jetzt mal auf 8 ein. Und vorne Materialmenge, das probiere ich jetzt mal auf der 6. Dann schauen wir mal, was rauskommt. Und wir können uns jetzt auch einstellen, ob wir einen breiten Strahl haben wollen oder einen feinen Strahl. Das zeige ich euch mal, wie es mit einem feinen ausschaut. Und die Spritz. Richtung. Also entweder spritzen so oder so. Und das kann man dann auch ganz einfach ändern, indem man das einmal hier dreht. Wir wollen aber so einen Strahl haben, dass wir von oben nach unten schön spritzen können. Und jetzt testen wir das Ganze mal am Papier. Das war jetzt der feine Strahl. Jetzt gehen wir mal auf den breiten. Dann gehen wir mal mit der Materialmenge hoch. Die Tür muss jetzt erstmal antrocknen, dann können wir die umdrehen und dann können wir es noch von der Rückseite grundieren. Die Tür ist jetzt mal aufgetrocknet, das machen wir gleich nochmal die Seite und halten das jetzt auch wieder so schräg runter, damit der Ansaugstutzen wirklich richtig eine Farbe drin ist. Durch die verdünnte Farbe wird sich das jetzt auch besser verteilen, ohne dass zwischendrin immer Stopfer sind. Und legen wir einfach mal los gleich. Schauen jetzt natürlich, dass wir alles erwischen, weil das ist jetzt der letzte Lackiergang.
So, ich mache jetzt mal die Klebebänder gleich ab. Perfekt. Ich finde, dass es richtig gut funktioniert hat und eine gute Möglichkeit ist, Türen zu lackieren. Vor allem, wie gesagt, wenn man mehrere Türen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich zeige euch jetzt noch das Endergebnis von der lackierten Tür, wie es vorher aussah und wie es jetzt im Endeffekt nachher aussieht. Und ja, wie gesagt, abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Die Spritzmaschine des FC 5500 verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal auschecken und auch selber testen auf euren Baustellen oder bei euren Projekten. Bis bald.